Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, jetzt geht mal wieder weiter. Entschuldigung, ich versuche, sobald ich mich bewege, redet wieder einer. Die ganze Zeit waren alle still. So, ja, ich versuche hier weiterzumachen. Ich will das Spiel auch mal hier zu Ende machen. Ich glaube, wir sind bei 70% irgendwie so. So lange kann das ja eigentlich nicht mehr dauern, ne? Dann will ich einfach hier ein Projekt hier weniger, aber auf das ich mich fokussieren kann. Nicht, dass ich dieses Spiel so schnell wie möglich durchspielen will, ne? Weil ich habe sehr viel Spaß mit diesem Spiel, aber ja. Gut, wir sind hier in Nibelheim, ne? Wir sind in der letzten Folge erst in Nibelheim angekommen und wir haben, glaube ich, letztens mit allen Leuten geredet, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt zu KZF gehen, ne? Wir haben einige Quests angenommen, aber ich kann mich hier nicht wegteleportieren. Von daher lassen wir das erstmal. Ich meine, können wir sowieso nicht, aber... Ja, machen wir in der Story weiter. Ne? Sehen wir, was hier auch so los ist. Ne? Upsala. Gibt es hier noch andere Quests? Ne, nur die Chocobo-Quest, ne? Die ich aber nicht machen kann. Ich konnte Karten spielen, wenn ich wollte. Ja, lass mal. Ich will ein bisschen ja weitermachen. Ich glaube, hier müssen wir rein, ne? Oh Gott. Was hast du denn schon wieder für Probleme, Mann? Ich hätte es vorher wissen sollen. Das Terminal gewährt nur eingeschränkten Zugriff. Also kommen wir nicht an die Daten, die wir brauchen. Zum Aufgeben ist es noch zu früh. Entschuldigen Sie bitte, könnten wir wohl Zugang zur Shinra Villa bekommen? Ja. Warum brauchst du mich dafür? Miau, haha. Ich bin nur ein einfacher Angestellter. Meine Schlüsselkarte ist da leider nicht genug. Mit meiner Karte würdest du leider auch nicht weit kommen. Du wirst dich an meinen Vorgesetzten wenden müssen. Vorgesetzter? Wer ist das? Der Abteilungsleiter? Und wo finden wir ihn? Abteilungsleiter Murasaki führt im Auftrag der Hauptzentrale Murasaki eine Inspektion durch. Der Name kommt mir bekannt vor. Wir haben ihn in 2 Tagen zurück. Allerdings haben wir seit gestern nichts mehr von ihm gehört. Es kann sein, dass er sich verspätet. So lange können wir nicht warten. Allerdings gehen wir ihn suchen. Sagt er, nachdem ich mehrere, vielleicht eine Woche oder zwei hier gewartet habe, bis ich weitergemacht habe. So, ist der Kartenspiel direkt hier. Also warte, komm. Ist ja noch ein Kartenspieler? Ne, 2. Ich sehe den 2. nicht. Na. Dale. Turner. Okay. Naja, lass mal. Ich will weitermachen in der Story ein bisschen. Wir laufen ja nicht weg, ne? Okay. Dann gehen wir zur Shinra-Villa. Ausgezeichnet. Hab schon gehört. Wir gehen zum Reaktor, ja? Zum Reaktor? Habt ihr etwa die Info, nach der wir gesucht haben? Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Für die müssen wir jemanden namens Murasaki im Reaktor finden. Achso, wir sollen erst zum Reaktor. Ich komme mit. Ich auch. Tiefer. Ich weiß nicht. Niemand sonst kennt die Gegend hier so gut wie ich. Okay. Und ihr kommt auch klar? Oh, müssen wir ist nur die? Nur ein Spaziergang, um eine Schlüsselkarte auszuleihen. Kein Problem. Ihr seid bestimmt eine Weile unterwegs. Habt ihr auch nichts vergessen? Für die Vorbereitungen bist du zuständig, Cloud. Aber beeile. Die Materia wartet auf mich. Oh, okay. Ja. Wenn ihr die neue Brücke nehmt, solltet ihr im Handumdrehen dort sein. Alles klar. Okay, dann mal los. Okay. Ist ein bisschen anders hier, wie die Story abläuft. Wie gesagt, im Original ist hier nichts passiert. Ne? Du gehst einfach durch Nibelheim durch und fertig. So, oh, währenddessen tausende Meilen von entfernt. Direktor, der Forschungstrupp, der nach Nibelheim entsandt wurde, ist in einen feigen Hinterhalt geraten. War es Wutai? Damit wurden die Räder also ins Rollen gebracht. Okay. Ich meine, der Name ist Murasaki, ne? Also, er klingt so. Sehr ein Charakter aus Wutai. Ist die neue Brücke. Weil Wutai ist Final Fantasy 7 Japan. So, okay. Gut, anscheinend gehen wir zum Reaktor als erstes. Ich kann mein Schokobo rufen. Perfekt. Stimmt, die sind blau hier. Choco Jet.
Wir schauen uns hier natürlich noch mal um. Finde ich ein bisschen komisch, dass die Karte nicht aufgedeckt ist. Ich habe die ja, als wir im ersten Part hier durchgelaufen sind, schon aufgedeckt, ne? Oder im zweiten Part. Und auch immer wir damals hier waren. Also ja, im Original bist du eigentlich nur durch Nibelheim durchgelaufen, ohne dass da irgendwas passiert ist, ne? Es gab keine Quests, es gab keine Leute zum Sprechen, es gab nur hin und wieder hier so Schwarzkutten, die da rumgelaufen sind, ne? Aber da war wortwörtlich nichts zu tun, ne? Und ja, man konnte die Shinra Villa, Gonga Kiefer, man konnte die Shinra Villa besuchen, da konnte man, da gab es ja eigentlich auch nicht wirklich eine Nebenquest oder so zu tun, aber da hast du auch was Interessantes gefunden, wenn du da reingegangen bist. So ein bisschen so ein kleiner Nebenstopp war das irgendwie, den du machen konntest, aber nicht machen musstest. Du hättest wortwörtlich einfach die Straße entlang von Nibelheim laufen können, direkt zum Ausgang der Stadt laufen können und ja, einfach weiterhin mit deiner Reise machen können. Aber ups, falscher Knopf. Ich will unten. Ich habe unten gedrückt. Aber ja, ist klar, die natürlich jetzt hier irgendwie was ein bisschen mehr gemacht haben, ne? Und die Sache ist halt, wenn man aus Nibelheim hier, oh, Schokobo, wenn man in Nibelheim hier fertig war, also fertig war, ne, also durchgelangt ist durch Nibelheim, dann geht man zum Reaktor, ne, weil man muss durch den, man muss hier durch das Nibelgebirge gehen, ne, um weiterzumachen im Spiel, ne? Und das Nebelgebirge war halt, etwa halt hinter der Shinra Villa, weil die Shinra Villa war wortwörtlich nur so im gleichen Bildschirm der Stadt sozusagen. Also die war nur, die war direkt irgendwie in der Stadt drin. Da ist jetzt der Schoko, den ich gerade gesehen habe. Und ja, da gab es jetzt nicht irgendwie, weil nicht so ein Abstecher zum Reaktor, bevor man da hingegangen ist oder irgendwie sowas. Keine Schlüsselkarte, keine Terminal, gar nichts gab da, ne? Ganze Story gab es überhaupt nicht da. So, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die schon alle analysiert, ne? Obwohl, ich habe die bekämpft damals, aber ziemlich schwach. Aber gucken. Jetzt oder nie. So, habe ich euch erkundet oder nicht? So. Warte mal, wo ist deine Analyse? Was? Ich glaube, Juppie hat Mama Cloud nicht Analyse aufgesetzt. Entschuldige, was? Ich weiß, ich habe letztes Mal ein bisschen, nach dem letzten Part habe ich so ein bisschen meine Materie so umgeändert, aber ich habe nicht Analyse ausgenommen. Feintechnik? Ich habe Analyse ausgenommen anscheinend, weil ich wahrscheinlich gesehen habe, ah, das ist irgendwie maximiert oder so, da habe ich wahrscheinlich unbewusst rausgenommen, ne? Aber nee, ich brauche eine Analyse. Hallo, muss doch Gegner analysieren und so. Na, komm doch mal her. So, ne, die haben alle schon, okay. Da versuche ich mich wieder. Jetzt oder nie. Gehen wir direkt zur Shinra Villa. Wir wahrscheinlich noch Zeit haben zum Erkunden, ne? Und Lucke, Lucke. Okay. Mir habe ich das Gefühl, wir können auch gar nicht hier so lang irgendwo, ne? Finde ich gut, das gibt einen ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da gibt ein bisschen, so ein bisschen so ein Pseudo-Sprung irgendwie. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo der Chocobo nochmal gegangen ist. Ich habe den Chocobo-Küken gerade gesehen. Ja, schon wieder verschwunden. Ja. Okay, irgendjemand hat da gerade was umgerannt. Ich habe gehört. Butsch. Da war gerade, da ist es. Wo läufst du hin? Müsst euch mal
langsam bewegen. Ich verliere immer aus den Augen in letzter Zeit. Du steckst irgendwo fest. Okay. Leute. Ich sehe mir schon wieder aus den Augen. Oh Leute. Kann nicht sein, Mann. What? Also habe ich so viel Probleme mit diesen blöden Küken in letzter Zeit. Au, mein Stab. Oh. Aber Mondschein, jetzt kann ich meine Pipis entwickeln. Wenn man den Nidorinos und Nidorinas. So, boah, wo ist denn jetzt der blöde Küken schon wieder hingegangen? Da aus dem Weg. Könnte meinen, ich würde irgendwo diese Schokobo-Haltestelle irgendwie selber finden, ne? Oh, wo bist denn du jetzt wieder? Der ist einfach weg. Oh, Leute. Wow, wow. Ich habe dich gehört. Da bist du, mein Gott. Beweg dich langsamer. Also, meine Güte, ich weiß nicht, ob ich so Probleme habe mit denen. Okay. So, weiter geht's. So, ich glaube nicht, dass wir irgendwie so umschauen können im Moment. Deswegen gehen wir erstmal mit Hilfe unseres Furzantriebs weiter in der Story, ne? Ich muss sowieso hier weitermachen, ne? Ich hätte sowieso nicht irgendwie mich von Nebelheim entfernen können, ne? Das heißt, ich hätte so oder so zum Reaktor gehen müssen, ne? Wieso fragen die mich denn dann, ob ich da hingehen wollte oder nicht? Ich habe sowieso keine andere Wahl. So, aber anscheinend geht es ja erstmal zum Reaktor, ne? Eine neue Brücke. Da ist echt eine lilane Truhe. Gib. Cloud-Troppel. Kristallhandschuhe, okay. Ich glaube, mit Cloud haben wir schon lange keine Waffe mehr, ne? Na gut. Mehr Materia-Punkte. Mächtige Entfesselung. Eine modifizierte Version von Entfesselung versieht entfesselte Angriffe mit elementar neutralem magischen Schaden erhöht ihre Schockpotenzial. Aber sehr viel schwächer als die vorherigen. Aber einmal mehr Materia. Und wir haben ja noch nicht. So, jetzt, wenn du mal was Gelbes hier bekommst. Chakra, ne. Benutze ich nicht. Meister der Gegenstände, ATB-Boost, nimm ATB-Boost. So, jetzt brauche ich aber ein paar Killer-Sachen. Physische Angriffskraft. Den Schaden von Waffen, die mit elementar basierten Materie ausgerüstet werden. Oh. Was? Der Schaden der Waffe? Okay. Sind aber nicht so gut Effekte, finde ich hier gerade. ATB-Boost bei Kampf begeben, Limit-Schaden, aber das. Okay. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie die aussehen. Ah, schön. Immer noch besser als diese Krallen irgendwie. Sie sehen ein bisschen komisch aus, so im Alltag, wenn sie damit rumläuft. Was hier? Hier wird die ID-Karte. Ach, da ist die Shinra-Villa. Ne? Ja. Oder? Ist das die Shinra-Villa? Haben wir nicht schon letztens gesehen? Ja, doch. Genau. Da. Boah, ich habe irgendwas voll Schleim im Hals gerade gehabt. So, genau diese Brücke, genau. Man musste über diese Brücke, nee, da war gar keine Brücke im Original. Da war so ein Tor und dann war so eine gruselige Villa. Aber das ist ja nicht die Shinra-Villa, oder? Ist das die Shinra-Villa? Ich weiß es nicht.
Ich saß wie so eine Gruselvilla im Original, deswegen. Ich meine, die haben wir im ersten Part schon gesehen, da unten sich eine Truhe. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie die aussah. Genau. Hoffen wir, dass er Glück hat. Was ist? Hab mich erinnert. An Zack. Er fiel von der Brücke und wurde weggeschwemmt. Vermutlich ist er tot. Du hast dich daran erinnert, oder? Deshalb. Du solltest dich nicht aufregen. Zack war doch mein Freund. Wie konnte ich ihn nur vergessen? Meine Zellen. Sie degenerieren. Ich werde wie sie. Bestimmt nicht. Du hast dich erinnert, Cloud. Das ist doch gut. Das ist gut. Stimmt. Das mit Zack. Aeris muss davon erfahren. Aber könntest du das mir überlassen? Oh. Als ihre Freundin. Deal? Hey! Macht endlich! Sorry, wir kommen schon. Den anderen sagen wir aber nichts. Ja? Na gut. Alles klar. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Wer es weiß, der weiß es. Wer nicht, der... Ja, auch gut. Nehme ich an. So, Megatrank. Ich habe 97 von denen. Ich muss ein paar von denen benutzen anscheinend. So. Ne. So, da ich ja schon eine Woche oder so nicht mehr gespielt habe, ne, alle haben wir noch, ne? So, hier unten war eine Truhe, habe ich gesehen. Oh. Oh, wow. Okay, wo muss ich hin? Da, ne, tiefer ist schon vorgegangen. Dieser Noob hängt ja fest, ich zeige dir mal, wo er hin muss. Meine ich eine Leiter würde? Das ist eine Leiter. Oder? War ja nicht gerade am Trippen oder war ja nicht gerade eine Leiter? Da weiß ich ja, wenn er am Megatank ist, wäre ich ein bisschen enttäuscht. Elixier. Haha, da ist Zack ertrunken. Aber anscheinend ja nicht, ne? Er ist ja noch am Leben, ne? Hm, so. Bisschen unspektakulär für diese eine Truhe jetzt hier. Den ganzen Weg hier runter zu klettern, aber okay. Alles klar, so. Jetzt zeigt er mir noch, dass das hier. Jetzt zeigt er mir noch, dass das Angebot hier ist. Machen wir mal weg. So. Jetzt habe ich. Ach nee, das sah von hier so aus, hier, als wäre eine Leiter. Egal. So. Hol dir ein paar aufs Maul. Damit kann ich dealen. Ja, wie schnell sind die Gegner hier geschockt? Warte mal, tiefer. Ich möchte vielleicht diese stärkere Entfesselung. Außer die kostet 2. Nee.
Okay. Erhöht eine Zeit lang die Combo-Anzahl des normalen Angriffs und möglichst nach Schmetterer erst Sprengkotz und dann Schlagsturm ausführen. Er versieht entfesselt lang mit elementaren neutralen. Okay, Sprengkotz plus. Also gibt es jetzt eigentlich irgendeinen Grund, jetzt noch normale Entfesselungen einzusetzen, wenn man das hat? Alter. Also gibt es jetzt eigentlich irgendeinen Grund, noch normale Entfesselungen zu benutzen? Weil sonst natürlich gebe ich ihr das dann, ne? Aber wenn ich wüsste, ich habe gerade schon ein bisschen gelernt, habe ich gesehen. Da machen wir die mächtige Entfesselung da rein. Ne? Ich habe mir dann irgendwie gewünscht, der eine Angriff den anderen ersetzt. Ja, okay, normale Entfesselung stand jetzt irgendwann mit Combo-Anzahl erhöhen, aber aber hast du das Gefühl, elementar noch zusätzlich elementar Schaden plus verbesserte Sprengfaust, Schlagsturm, also was ist vielleicht besser? Irgendwie ist da so eine komische Lücke, habe ich da gerade geguckt. Ja, ne? Ne, ich dachte mal, da so eine Lücke war, deswegen so ein bisschen random, dass Yuffie uns hier mit begleitet, aber irgendwie auch nicht, weil Materia, ne? Voll stickig hier. Marco, in dieser Dichte ist gefährlich. Wir müssen hier wieder durch. Ich glaube, dass er hier voll sich so kaputt sprengt. Doppeljahren. Was? Also. Hilf mir jemand. Oh nein. Keine Sorge, ich bin. Keine Sorge, ich entfesse mich hier gerade. Okay, bin ich irgendwie so stark hierfür? 42. Ich war Stufe 42. War nicht die Levelangabe dafür? Oder da oben links stand 42. Ich glaube, da wurde einfach noch mein Level angezeigt, ne? Und die Gegner sind irgendwie voll schnell weg, obwohl ich habe Tiefer dabei und Tiefer macht 4 Schaden, ne? Deswegen, ja. Vielleicht deswegen. Aber irgendwie sind die Gegner so schnell geschockt und tot und so. Deswegen wundere ich mich gerade ein bisschen, warum die so schnell futsch sind. Hier ist aber was, ne? So, ich könnte schon, Murasaki kommt mir bekannt vor aus dem Original, den habe ich schon gehört, den Namen. Oder vielleicht auch nicht. Warum ist hier so eine Lücke, wenn hier nichts ist? Haben wir uns extra diesen Ort hier programmiert, wenn man hier nichts finden kann? Schweinerei. Ich nehme an, irgendwann passiert dann auch irgendwie was hier in Nibelheim, ne? Wir switchen irgendwie zurück zu der anderen Gruppe, ne? Und die müssen dann irgendwann kämpfen oder so, keine Ahnung. Verstehe sowieso nicht, warum wir jetzt irgendwie allein hier hochgehen sollen. Ist ja voll unsicher. Wenn er mich fragt. Kontrollierende Materia. Ein Attribut Materia. Nein, das ist erst die Materie einsammeln. Yuffie geht zur Materie, die liegt wortwörtlich da. Eine Marco-Quelle. Oh Gott. Dann ist das alles Materia? Ist in den 5 Jahren ziemlich gewachsen. Natürliche Materia. Materia entsteht aus verdichteter Marco-Energie. Es muss eine halbe Ewigkeit gedauert haben, bis sich sowas entwickeln konnte. Oh. Hey, gehen wir? Die Luft ist so stickig. Okay. Pflanzt dir einfach so einen Baum. Im Garten, Yuffie. Und das ist auch Materia. Dann kannst du ja Materia anpflanzen. So, apropos Materia, Yuffie. Guck mal hier. Bist du denn für eine Materiajägerin? Mein Gott. Da. TP, MP. Was ist das? Das ist neu. Und das will ich mal angucken. Nicht so, so. So.
Vertauscht die Werte für Max TP und MP. Warum sollte ich das jemals machen? Was? Ich kann 5785 MP haben und 65 etwas. Warum sollte ich das jemals machen, wenn ich einfach nur ununterbrochen zaubern will oder so? Ja, ich nehme an, aber dann. Aeris hat die meisten MP. Sie hat 82 MP. Was? Warum sollte ich jemals. Warum sollte ich das jemals machen? Dann bin ich wortwörtlich mit einem Schlag weg. Da gibt es bestimmt irgendwie einen Nutzen für. Ne? Ich meine, wenn du nur zauberst, ne, dann kann, du kannst dann ununterbrochen zaubern, aber bringt es irgendwie auch nicht, weil du hast, du musst ja. Du musst ja TP hier haben, also diese Dinger hier, diese blauen Balken auf rechten Seite, ne, die musst du ja haben. Du kannst noch nicht mal. Das heißt, theoretisch könntest du noch nicht mal ununterbrochen zaubern. Und Zauber kosten jetzt auch irgendwie nicht so viel, ne? Dass du jetzt irgendwie tausende MP brauchst. Also, sieht auf den ersten Blick nach einer ziemlich nutzlosen Materie aus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt da wahrscheinlich irgendwie einen Boss oder so oder einen Kampf irgendwann, der irgendwann optional ist oder was weiß ich, für den genau das brauchst, ne? Und so, wenn die nie im Leben so was da einbauen, ne? Warum ist hier so ein kleines Örtchen, wenn hier nichts ist? Hier da oben ist nichts. Ich weiß noch nicht mal, ob man Kreis drücken muss. Ich mache es nur einfach die ganze Zeit, ja. So, hier ist auch nichts. Leute. Oh. Mein Gott, die sehen aus wie die Erze in Genshin Impact. Ganz normalen Eisenerze. Apropos Erze. So, da oben ist auch wieder was, aber lass mich raten, das ist auch wieder nichts, ne? Ne, Leute. Wenn ich nicht schön, was hier gerade macht. Einfach so Ort hier reinpacken, wo du ganz eindeutig hin kannst, aber da ist irgendwie nicht. Also was? Ich bin mir ziemlich sicher, da ist nichts, ne? Deswegen will ich mich gar nicht damit beschäftigen. Dann seid ihr ab. Boom. Das wird nicht lange dauern. Hey, ein von euch hat es letztens in mein Zimmer. Dann übernimm. Es geht los. Ich bin mir nicht sicher, wodurch sie irgendwie Dings bekommt. Boom. Das war's. Okay, ich habe sie einfach durch Spam gelernt, nehme ich an. Ne? Ich weiß nicht, was die Voraussetzung dafür war. Wenn es vielleicht Gegner mit normalen Angriffen schocken. Okay. War ziemlich einfach. Ich weiß nicht wieso, aber okay. So, irgendwie geht es hier nicht weiter. Hier geht's weiter. Okay. Ja, wir müssen doch nie bleiben. Erkunden das Gebiet, mein Gott. Aber ich wollte ein bisschen das Story weitermachen, so für, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht genug Material für ein neues Intro und so. Jetzt bald da? Ja. Ist nicht mehr weit. Sobald wir hier hochgeklettert sind. Oh. Geht es dann immer noch sehr viel weiter. Wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Überlass das mir. Greifhaken. Greifhaken. Geht das mal. War eine sehr putzige Art zu werfen. So sollte es gehen. Okay. Sind Sie sicher, wir können nicht da lang? Oh, oh Gott. Dann mal los. So, jetzt gehen wir wieder in eine andere Richtung. Wow. Na, ups, ich weiß nicht mal, ob ich Angriff gedrückt habe.
so einen großen Schreck gab. Oh, Montisaurus. Hat mir schon gesehen in dem Spiel. Genau, bekannte Namen. Konnte ich ja nicht erkennen. Ich habe mal analysiert. Ich zähle auf dich. Jetzt gehen die Gegner so schnell. Schockiert. Das war... So, wir verlieren die ganze Zeit HP, aber ansonsten ist noch recht chillig, ja. Muss es ja, ne? Wir haben vorgegebene Charaktere und so, ne? Kann es ja nicht so schwer sein hier. Wir haben das Ding noch eingestöpselt, das wir im ersten Party eingestöpselt haben. Oh Gott. Ich habe neue Gegner aus Angst, dass ich hier noch nicht analysiert habe. Aber habe ich schon. Okay. Gut. Da sind wir bald da. Ja. Oh Gott. Leder eine Truhe. Neue Waffe, glaube ich. Oh Gott. Ich bin bereit. Ja, komm her. Jetzt oder nie. Mein Gott. Schön gemacht. Zur Sicherheit. Ja. Aber der hat diesen Schulterangriff gemacht. So. Gott, guck mal, wie viele von diesen Dingern da sind. Okay, ich habe schon gesehen, da. Ich glaube, diesen Weg bin ich vorher noch nie gegangen. Oh. Alles okay bei dir, Yuffie? Klar, das hier ist doch ein Kinderspiel. Solltest mal die Gebirge bei uns in Wutai sehen. Ich will da. Eine riesige Felswand, in die eine Statue von der Tau gemeißelt wurde. Die muss jeder ja, genau. Als Teil seiner Ausbildung hochklettern. Ja, genau. War es nicht, aber die Belohnung war allemal wert. Was gab es denn? Ich will da hoch. Natürlich. Wer oben ankam, hat welche bekommen. Ich komme noch nicht hoch. Soll ich euch auch ein paar geben, wenn wir das hier geschafft haben? Wir schaffen hier. Danke, ist nicht nötig. Alter. Ich drücke meinen Controller die ganze Zeit. Hallo? Okay, muss man Kreis drücken? Ich drücke zum ersten Mal Kreis, indem ich hier so eine Wand hochklitter. Ich weiß nicht, ob man den Kreis drücken muss. Kann nicht sein. Boah, Leute. Da. So. Vulkanklinge. Boah. Zeig. So. Boah. Das sieht aus wie eine Waffe aus Monster Hunter. Klingenstrahl. Ja. Dumm. Ja, genau. Den Angriff kenne ich nur aus dem ersten Teil. Und aus dem Original natürlich. Ne? Boah, 116 Angriffskraft. Gegner, die erstrecken, kein Problem. Wo ich jetzt hasse, irgendwie nicht mit meinem Panzerschwert durch die Gegend zu laufen. In den Klaren über Angriff auf einzelne Körperteile um 5%. Ich habe das Gefühl, das Spiel will mir gerade was sagen. Die physische Abwehr in der Offensivhaltung. Von hier in der Offensivhaltung, ja bitte. Hört die Auflagen der Minimalis um 10%. Ja bitte. Längere Waffs, andere. Dann beim Blocken. Okay, so, was haben wir denn noch hier? Was können wir ihnen noch geben? Gute Frage, ne? Irgendwas, was ich noch nicht gelevelt habe. Ich habe was alles gelevelt. Magieverstärkung. Ich habe nichts zum Verbinden dafür. Ich kann ein Gebet geben, aber er hat ja schon links hier. Also was hier? Man weiß halt nie, ne? So. 65.
Dieser Trickser, den haben wir noch nicht. Machen wir das. Mich stört es aber irgendwie in den Cutscene nicht, die Panzerklinge zu sehen. Irgendwie nimmt irgendwie so ein bisschen was aus von der Immersion irgendwie. Klaut nicht in dem berühmten Panzerschwert zu sehen. Jetzt kann ich da nicht hoch. Jetzt kann ich doch. Ich habe nicht gewusst, ob man Kreis drücken muss. Ich habe sonst nie Kreis gedrückt beim Klettern. Aber irgendwie ging da gerade nicht anders. So, warte ich nur, wo wir hin müssen offiziell, ne? Das ist eine Waffe für Yuffie, leider nicht. Mithrilerz. Oh. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis auf die Szene, die ja hoffentlich hier vorkommen wird, in Nibelheim, weil wir ja noch nicht in der Shinra-Villa sind, wir auf in der Shinra-Villa wartet, was sehr schön ist. Auf uns, das werden sie ganz sicher nicht geskippt haben in dem Spiel. Beim Original war das optional, aber mehr oder weniger alles, was optional im Original war, ist jetzt mehr oder weniger nicht optional, was auch immer das Gegenteil von nicht optional ist. Ja, nicht. So. Nein, sonst nein. Danke. Ja, guck mal, da genau da waren wir doch mal. Oh Gott. So, hoch. Oh Gott, sag mal nicht, ich kann da jetzt gleich nicht runter. So, genau, von da wären wir da hochgegangen. So, wo geht's denn da noch hin? Da unten ist doch der Eingang vom Reaktor. Warte, ist da unten was? Ne, da kommt man auch dahin, ne? So, da. Mal schon sagen, warum lässt er mich hier hochklettern? Das sieht aus wie die Klinge. So, die sind schon wieder gespawnt. Das sieht aus wie die Barov-Klinge. Nenn ich Barov oder Barov? Dieses eine Monster aus Monster Hunter mit diesen super harten Kopf. Da man schon ganz früh irgendwie bekämpft. Aber da kommt ja auch Monster Hunter, neuer Monster Hunter Teil raus. Ich weiß nicht, ob ich den auch let's playen soll. Ich hätte schon Bock drauf. Ich würde gerne mit dem Vegas spielen. Aber ich glaube, der sagt nein. Den vorherigen Teil, der rausgekommen ist, Monster Hunter. Wie ist der Teil nochmal? Für die Switch, der. So, warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss noch weiter nach oben. Ist da unten nicht der Eingang gewesen? Wie ist noch der letzte Monster Hunter Teil? Davor kam Monster Hunter World raus. Da fand ich sogar noch besser. Das war. Aber. Ich habe ja mit dem Vegas mal irgendwie Monster Hunter 3 gespielt. Aber das war sehr nicht einsteigerfreundlich. Ich habe dann irgendwann. Ich meine, wir wollten das beide mal spielen, ne? So für den Nintendo DS wollten wir das spielen, aber keiner, irgendwie kam mir damit nicht klar, weil das irgendwie zu kompliziert war, das Spiel. Und dann mal irgendwie hat, weiß nicht, haben uns damit nicht mehr beschäftigt. Ich habe dann irgendwie, weil nicht sehr viel später, habe ich dann irgendwann selber mal gespielt. Ich habe das ja auch Let's Play it, genau. Monster Hunter. Ich habe mir die Wii U Version dann irgendwann geholt. Was eigentlich genau die gleiche Version ist wie die 3DS Version. Und hier ist eine Leiter. So, und hier ist eine Truhe. So, und die springt da einfach runter. Und ja, ich habe ja mal Let's Played vor was weiß ich wie viele Jahren, ne? Das ist einer meiner früheren Projekte. Ich habe dann irgendwie, weil ich irgendwann an einem bestimmten Punkt aufgehört, weil mir das Spiel zu schwer war und ich irgendwie keinen Bock hatte, irgendwie zu grinden, glaube ich, war das, ne? Da gab es irgendwie so einen Arena-Kampf, den du erledigen musstest. Und wenn du das nicht schaffst, dann kannst du nicht weiterspielen irgendwie. Für einen höheren Rang irgendwie habe ich dann aufgegeben sofort, obwohl es eigentlich voll möglich ist, weil nicht stärker zu werden. Aber ich war damals noch nicht so in dem richtigen Mindset irgendwie zu grinden, nehme ich an. Und ja, dann habe ich einfach irgendwann aufgehört an einem bestimmten Punkt. Ne? Gibt es irgendwo noch auf diesem Kanal Let's Play übrigens, ne? Monster Hunter Tri war wieder ein anderes, ne? Monster Hunter 3 Ultimate.
Dann habe ich auf meinen englischen Kanal, ja, ich habe einen englischen Kanal, den ich mal so ein Jahr lang irgendwie gerannt habe. Da habe ich Monster Hunter World gespielt auf Englisch. Mit englischen Kommentaren, also so ein Zeug. War relativ gut angekommen, habe ich so ein Gefühl. Hat relativ viele Views von meinen Verhältnisse gebracht, so um die Hunderte von. Ich glaube, mein erster Part hat irgendwie auch schon so Tausende von Aufrufen gehabt. Dafür, dass ich den Kanal nur ein Jahr irgendwie so gerannt habe, ne? Eigentlich nicht schlecht. Und ja, Monster Hunter World. Der hat mir ehrlich gesagt ziemlich Bock gemacht, aber sehr viel einsteigerfreundlicher. Du musst es nicht irgendwie. Muss es dir nicht eigene Sets für einmal Schütze, einmal normal erstellen, ne? Weil du hast ja irgendwie, weil nicht, je nachdem, ob du ein Schützen warst oder nicht, hast, musstest du andere Waffen und so machen oder Rüstungen. Und du musstest irgendwie, keine Ahnung, du konntest nur die gleiche Rüstung anziehen, du konntest nur die gleiche, weil du musstest ein Monster irgendwie dutzende Male bekämpfen, bis du alle Klamotten für genau das Monster irgendwie hergestellt hast, ne? Also Oberteil, Unterteil, Handschuhe, Schuhe und so weiter, alles, ne? Weil sonst hat das irgendwie nichts gemacht, ne? Weil nur sowas im Bonus bekommen. Da haben sie bei Monster Hunter, das ist einfach nur Drache. In Monster Hunter World haben sie halt geändert, hat irgendwie, hat sie irgendwie alles mit munter durcheinander mischen konntest. Ist der Auge, wir sind fast alle tot, sehe ich gerade. Grottenschlechter Atem. Du hast auch im Wirkungsbereich, ich glaube nicht, ob mir hat gefällt danach. So, warum ist der geschockt? Was ist ja los gerade? Also ein Monster Hunter World kannst du alles durcheinander mischen, ne? Und ein Oberteil von dem Monster, Handschuhe von dem Monster, ne? Die haben weil alle Klamotten irgendwie ihre eigenen Werte und Fähigkeiten hatten. Da war sehr viel einsteigerfreundlicher. Das Spiel war nicht so unnötig kompliziert wie Monster Hunter 3 Ultimate, ne? Oh ja, Klingenstreich, ich hab vergessen. Spezialeinsatz. So, ich muss hier noch heilen, mein Gott. Jeffy, warum tust du dich nicht heilen? Hau rein. Ja. Wenn ich zu Jeffy wechsle, dann wird mein Controller rot. Weil die lower P ist, ey. Ausgezeichnet. Hier diese, diese Umrandung von dem PlayStation Controller, die wird rot. Jetzt ist er wieder grün. Das ist geil. So, ich weiß immer noch nicht den Namen von dem Monster Hunter Teil, der danach rauskam. Ja, nein, ich soll Klingenstrahl einsetzen, euch. Nichts überstürzt. Aber egal, den Teil habe ich auch gespielt übrigens. Den Monster Hunter für die Switch. Rise, Monster Hunter Rise hieß das genau. Ja, das habe ich auch gespielt. Da wollte ich auch erst Let's Playen, ne? Auf meinem Kanal, auf meinen deutschen. Weil mir Monster Hunter 3 so viel Bock gemacht hat. Habe ich dann aber irgendwie doch nicht gemacht. Ich glaube, ich hatte irgendwie andere Sachen da. Aber ich lass mir auf jeden Fall einen Platz jetzt frei. Für zukünftige Projekte. Ich rede gleich weiter. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Sind viele Leute nach Midgar gekommen. Einige ihrer Kinder und Enkelkinder sind dann bestimmt bei Shinra gelandet. Oh, das hatte ich gar nicht in Betracht gezogen. So. Na, ich wollte sagen, sein Name klang auch irgendwie so, als wäre das Wutai. Springen. So. Ach, an die Dinger erinnere ich mich. Im Original, genau. Wenn du da runtergegangen bist, dann, je nachdem, wo du runtergegangen bist, bist du irgendwo hingelandet, zum Schatz oder irgendwie sowas. Aber wenn ich mich jetzt nur erinnern könnte, ne, ich gehe bei 1A1. Also wie gesagt, wenn ich mit Final Fantasy 7 hier fertig bin, dann lasse ich erstmal hier mir hier einen freien Platz. Dann habe ich ja noch hier Zenless Zone Zero, wo ich mich auch langsam irgendwie so dem Ende hier näher von dem, was ich machen kann. Dann mache ich hier hin und wieder Honkai Star Rail weiter. Dann wird ein reiner MiHoYo-Kanal für eine Weile.
Neben die Sachen, die ich mit dem Vegas und mit dem Master natürlich in der Zocke, ne? Das kommt ja auch noch dazu. So, wieder A1. Aber mein komplettes Einzelprojekt hier so lasse ich erstmal frei, ne? Für den Fall, dass irgendwann so ein richtiges Spiel rauskommt, was ich hier wirklich spielen will. Weil im Moment ist da irgendwie nichts am Horizont, wenn ich ganz ehrlich bin. Gibt zwar noch Spiele, die ich gerne spielen würde. Ja, Elder Scrolls 6 ist ja auch irgendwann mal angekündigt, ne? Aber wann das mal rauskommt, ne? Keine Ahnung. Monster Hunter Wild würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn das genauso. Ich weiß, das ist ein bisschen mehr Open World gerichtet wie Monster Hunter World, was eigentlich auch schon relativ weitläufig und Open World war in dem Sinne irgendwie. So, jetzt geht. Kann ich irgendwie sehen, wo ich lande? Ich glaube ja, ne, aber irgendwie sagt mir jetzt nichts. D1. Oh Gott, hier werde ich auf jeden Fall ein paar Sachen verpasst haben, ne? Also ja. Erstmal muss ich dieses Spiel mal durchspielen, ne? Ich hätte schon längst durch sein können mit dem Spiel, aber dann kamen ja die ganzen anderen Sachen, ne? Honkai Star Rail, da muss ich... Ja, ich muss das ja immer so schnell wie möglich spielen, weil wenn ich das nicht spiele, dann läuft irgendwie, weiß nicht, die Events ab und was weiß ich nicht alles, ne? Und dann habe ich Sachen verpasst und so. Final Fantasy 7 habe ich keinen Druck, ne? Da ist das nicht irgendwie so, wenn du das Spiel nicht irgendwie halt von 2 Wochen erledigst, dann kannst du diese Option in der Quest nicht mehr spielen oder irgendwie sowas, ne? So ein Müll gibt es ja da nicht. Dann geht die Story immer wieder weiter. Dann muss ich natürlich auch wieder erstmal weiter spielen eine Weile, wenn ich wieder nicht hinterher hänge, und ich muss ja spielen. Sackgasse. Aber okay. Aber ich will ja mal irgendwann ja Final Fantasy 7 zu Ende spielen. Ne? Ja. Suche nach etwas zum Heraufklettern. Oh, hier. Ah, guck mal hier. Gott. Oh Gott. Ich das so machen, ich weiß nicht. Hey, jetzt geht mal weg. So. Ja, der hat sich irgendwie, weiß nicht, Karl Kestis ist irgendwie im Grad umgedreht, wenn er gesehen hat, dass die hier nicht weiterkommen an dem Ding. So, kann ich das Ding öffnen? Ja, mach mal auf, bitte. Strom zuvor ist wieder hergestellt. Okay, warte. Also auch mal hier. Ah, okay. Warte. Muss schon sagen. Was hier? Ist da auch noch was, ne? Ist da lang? Ach, dann komme ich wahrscheinlich wieder nach oben, ne? Dann kann ich die anderen Wege ja. Warte mal. Genau. Jetzt kann ich wahrscheinlich wieder nach oben. Jetzt kann ich die ganzen anderen Wege ja noch mal abklappern, ne? Machen wir das mal ab. Da wird doch bestimmt irgendwie was sein, ne? Gab so viele Wege, die ich da runterrutschen konnte, ne? Von daher gucken wir mal. Bei mir hat mir nicht gefallen, hat Yuffie sich nicht geil annehmen, weil die keine ATB hatte, ne? So, dann gehen wir mal hier bei A2, ne? Jetzt gehen wir mal alle 2 ab, ne? Ich nehme an, das funktioniert so, ne? Da gibt es irgendwie einen ganz bestimmten Weg. Guck mal, das ist schon direkt was gefunden. Kosmetit. So. A2 führt uns hier hin. Da muss ich mir langsam merken, ne? A2 E1. Oh Mann. Das ist schon sehr viel weiter unten, glaube ich, ne? E1, ja, hier war ich gerade. Und ich bin bei D1 runtergegangen, ne? Bei D1 runtergegangen. Gehen wir mal zu D2. Hui!
warte mal, E, D, A, B, C, D, E, ja, ich wollte schon sagen, ne? Wow! Hey! Ein Schriller! Wir fahren auf der Schrillerstraße. Ich bin bereit. Ein auf mich. Ziemlich schwach. Neuer Versuch. So, ich muss mal meinen Klingenstrahl hier einsetzen, ne? Alles endet hier und jetzt. Da war auch einer meiner Lieblings. Da war auch ehrlich gesagt einer meiner Lieblingslimits im Original, weil es so cool aussah. Im Original war es so, dass irgendwie Cloud hat irgendwie einen Gegner damit angegriffen, ne? Der hat einen Klingenstrahl auf den Gegner geschossen und der, und nachdem der Gegner getroffen wurde, hat sich der Angriff hier auf die anderen Gegner übergeleitet, ne? Also du hast einen Gegner getroffen, boom, ne? Dann nachdem der getroffen wurde, sind je nachdem wie viele Gegner noch da waren, so F1, je nachdem wie viele Gegner noch waren, zum Beispiel wenn da noch drei andere Gegner waren, dann hat sich der Angriff in drei Strahlen aufgeteilt und ist auf die drei Gegner losgegangen. So richtig cool aus. So, okay, so wieder hier. Okay, na gut, dann machen wir diese Runde noch ein paar Mal, ne, nehme ich an. So, so, da musst du wieder hier sein. Ich wollte schon sagen, macht der halt einfach zu. So, oh, guck mal hier, du siehst all die Materia-Plätze, geil. Oh, und die sind alle so symmetrisch, finde ich voll geil. Oben blau, in der Mitte, unten lila, links und rechts oben hast du grün, links und rechts unten hast du gelb. Oh, geil, ich liebe es. So, da gehen wir mal hier runter zu, warte mal, A4. So, ich werde den Sword von irgendwann mal wahrscheinlich aus Versehen, aus Versehen zweimal den gleichen Weg gehen, ne? So, hier sind D1 und D2. Dann gehen wir mal zu C1, C2. Ja. Dann sind wir nochmal bei A1 rausgekommen, ich weiß es nicht. Ah, für der Rest des Parts habe ich so ein Gefühl. C1, oh, was? Da kann jetzt irgendwie nicht sein. Schon doch gerade, also, was? Wir sind doch mit F1 oder irgendwie so dahin gegangen, oder? Dahin gekommen. Und hier, ach, ist auch ein. Ich muss schon sagen, ich habe die ganze Zeit so ein Ding da gesehen. So, vielleicht werde ich ja mal offscreen noch mal durchrennen, ne? Weil sonst ein bisschen unübersichtlich wird, ne? So, wir sind bei C2, sind wir noch nicht gewesen, ne? Also gehen wir noch mal in den letzten hier, ne? Wie wollen wir da hinkommen? Ich weiß, voll spannend gerade, ne? So, also, das sah aus wie die Lichter von so einer Truhe. So, D1, D2, ich muss mir mal merken. Ich glaube, ich gehe das hier ganz normal auf Screen ab. So. C2, ne? C2, C2, warte, C2, ich komme jetzt schon durcheinander. Ich glaube, ich mache das irgendwie nochmal auf Screen mit Notizen und so. Einfach nur, um sicherzustellen, dass ich überall gewesen bin. Oder nie. Na gut. Einfach damit hier sicherstellen kann, dass hier alles gefunden hab. Es ist noch nicht vorbei. Nein, der ist schon kaputt. So, hier war ich auch schon. Was? Okay. Na gut. Ich glaube, wie ich das mache, weiß ich, wie ich das mache. Ich tue einfach speichern, bevor ich darunter gehe, und gehe dann alle Wege nochmal ab. Ja, dann warum mache ich das nicht jetzt? Warum mache ich das nicht so, ne? Gib mal einen Moment. Ich mache jetzt mal ganz schnell. Ist, glaube ich, ein bisschen entspannter, als wenn ich da jetzt die ganze Zeit wieder hoch und runter gehe, ne? Ich mal ein paar, ich mache mal extra hier ein paar Notizen jetzt kurz.
So. Ich meine jetzt hier geschickt, ne? So. Schauen wir jetzt mal alle auf, wo ich runtergegangen bin. A1 bin ich runtergegangen. A1 führt mich zu. Wo bin ich gerade? Jetzt habe ich nicht gespeichert. Jetzt habe ich mich genau und das nicht gehalten, was ich gemacht habe. So, warte mal, hier tue ich aber speichern. So, immer mal so, ne? Okay. Nein, das wisst ihr ja, dass es 21 Uhr ist. So, A1 führt mich zu. Was ist hier? B. Machen wir mal hier. B1, B2, B3. So. Nicht 36, 3. So, B1 sind wir losgegangen letztens, ne? Gehen wir mal zu B2. B2. Irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie nichts damit zu tun, so, ne? So. So, B2 führt mich zu D1, D2 und C1, C2, okay. Okay. Das habe ich mal, Leute. Ich komme nicht mal mit meinen Notizen ja klar. D1, nicht C3 und C4. D2. So. C1 bringt mich. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind nicht so komplex, wie ich mir vorstelle. C1 führt mich zu. Ende. Schreibe ich einfach auf Ende. So, warum ist Yuffie ganz hinten? Ja, soll ich dann wirklich aufnehmen? Nee, ne? Ich mache dann auf Screen, mein Gott. So, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich alle Dinger abgegangen und wenn ich irgendwas gefunden habe, wird besonderes. Ich werde euch wahrscheinlich nur reinschneiden, wenn irgendwie eine lilane Truhe oder irgendwie sowas hier mir über den Weg läuft. Als andere werde ich jetzt, ist jetzt nicht so besonders. Na, habt ihr halt verpasst, wie ich irgendwie ein Mega Elixier oder irgendwie so eingesammelt habe, keine Ahnung, obwohl Mega Elixier wenn nicht schlecht, ne? So, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter. Dankeschön fürs Zuschauen, hinterlasst ein Like, ein Abo und Kommentar, würde mich sehr freuen und ciao. Guck mal, wie lang der Griff von dem Ding ist. Ciao.